Der Tag der Deutschen Einheit wurde am Mittwoch bundesweit gefeiert. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und so zog es viele Menschen ins Freie. In Dessau-Roßlau hatte das Kuratorium Friedensglocke zum ökumenischen Friedensgebet geladen. An der Friedensglocke, direkt auf dem Platz der Deutschen Einheit, kamen Menschen aus Dessau-Roßlau zusammen, um gemeinsam an die friedliche Revolution, aber auch an die Wiedervereinigung zu erinnern. 22 Jahre nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten rücken die Ereignisse um 1989 immer mehr in den Hintergrund. Wünschenswert wäre hier eine regere Teilnahme an solchen Veranstaltungen, die auch zur Aufarbeitung der Geschichte des geteilten Deutschlands dienen. Ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr junge Leute zu der heutigen Veranstaltung gekommen wären. Aber ich denke, und das habe ich auch gesagt, die Anwesenden sollen die Gedanken weitertragen an die jungen Leute und ihnen den Geist der Wiedervereinigung vermitteln. Das Friedensgebet, welches von evangelischen, freikirchlichen und katholischen Christen gestaltet wurde, war ein Mosaikstein der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Die Wichtigkeit des Feiertages unterstrich Exner. Wichtig ist es, daran zu erinnern, weil in 22 Jahren sind 15 Millionen Deutsche geboren und 5 Millionen Deutsche waren damals so klein, dass sie noch gar nicht wussten und verstanden haben, was damals geschehen ist. Für diese jungen Deutschen ist die Einheit heute eine Selbstverständlichkeit. Wir müssen aber immer wieder daran erinnern, dass sie nicht vom Himmel gefallen ist, dass sie hart erarbeitet werden musste und dass sie eine ungeheure Leistung war aus der Mitte unseres Volkes. Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst hatte die CDU-Stadtratsfraktion in den Ratskeller geladen, um gemeinsam mit Bürgern beim traditionellen Frühschoppen ins Gespräch zu kommen. Ob die Frage diskutiert wurde, die DDR-Diktatur in das Unterrichtsprogramm an Schulen mit aufzunehmen, ist nicht überliefert.